Der Fernbusboom ist nicht mehr aufzuhalten. Und auch die Fahrzeughersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt und preisen ihre Modelle an. Doch welches Konzept ist das Richtige? Der IBC-Test 2015 stellte genau diese Frage und untersuchte, welche Qualitäten das Testquartett zu bieten hatte. Das Testreglement war diesmal weniger streng gehalten. Gefragt waren die besten Fernlinienbusse, über die jeder Hersteller in seinem Portfolio verfügt. Freiheiten gab es genug. Der Hersteller selbst entschied über Leistung, Getriebeausstattung und vieles mehr. Nur die Tauglichkeit für den Fernlinieneinsatz zählte. Der in der Türkei gebaute Mercedes-Hochdecker Turismo L ist kein Blender. Seine Schlichtheit ist Programm. Mit dem teuren Travego teilt er sich die rollende Basis, nicht jedoch die neueste Elektronik. Das gilt auch für die Sicherheitsausstattung. Der Turismo erhält nur die Maga-Variante, einen AEBS-Notbremsassistenten. Der ART-Abstandsregeltempomat bleibt dem Travego vorbehalten. Der UM 471 leistet 428 PS. Im achten Gang des automatisierten Powershift-Getriebes liegen bei Tempo 100 gerade einmal 1189 Umdrehungen an. Das Ergebnis ist ein beeindruckend niedriger Kraftstoffverbrauch. Der Innenraum ist betont nüchtern, die straffen Sitze bieten einen guten Seitenhalt, doch die Lehnen sind für größere Fahrgäste zu kurz. Für den Fernbuseinsatz gibt es einen Snackautomaten am Mitteleinstieg. Gleich gegenüber die Bordtoilette, eine spezielle Fernlinienausführung. Der Sitz und der Wasserhahn aus Metall sind verstärkt, die Frischwasser- und Fäkalienbehälter fassen jetzt 150 Liter. Außerdem wurde der Spülvorgang von 5 auf 3 Sekunden verkürzt. Auch für zwei mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zeigt sich der Turismo mitnahmebereit und erfüllt damit die Vorschrift ECE R107 Anhang 8. Gleich rechts hinter der Vorderachse sitzt ein hydraulischer Rollstuhllift, der den Rollstuhl auf Innenhöhe hebt und über eine separate Schlagtür den Zugang ermöglicht. Auf der rechten Seite stehen alternativ zu den Doppelsitzen in Reihe 1 bis 4 zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Der Fahrerplatz ist einfach gehalten. Was stört, ist der Schalterwirrwarr auf der linken Seite sowie die recht umständliche Getriebebedienung. Das ist jetzt der neue Mercedes-Motor. Er ist kleiner geworden, hat er weniger Leistung, weniger Drehmoment, muss der Fahrer sich üben. Ja, kleiner ist er geworden, aber hat immerhin 428 PS. Und neben der Leistung zählen natürlich auch Drehmoment und vor allen Dingen Drehmomentverlauf. Und mit der optimalen Drehmomentkurve muss hier keiner Verzicht üben. Hinter dir der Kühler, das Kühlerabteil. Das Kühlerabteil ist jetzt abgetrennt vom Motor. Was hat das für einen technischen Sinn? Ja, das hat eigentlich einen ganz einfachen technischen Sinn. Damit trennen wir die kalte von der warmen Seite und können somit gewährleisten, dass wir immer kalte Luft zum Kühlen verwenden und eben nicht die warme Abluft nochmal zurückholen und mit vorgewärmter Luft kühlen. Das steigert die Effizienz. Du hast vorhin das Stichwort Downsizing gebracht. Ja, wir können damit die Bauelemente kleiner gestalten. Quicklebendig präsentiert sich das Fahrwerk, das selbst in extremen Fahrsituationen noch Reserven zeigt. Es ist schon beeindruckend, wie präzise und dynamisch der lange Dreiachser den Riesenslalom nimmt. Selbst extreme Ausweichmanöver bringen ihn nicht aus der Bahn. Das Einstiegsmodell von Neoplan setzt weitgehend auf Technik des MAN Lions Coach. Zusätzlich wurde dem gereiften Bus das gesamte Sicherheitspaket des Hauses implantiert. Ein Abstandsregeltempomat, der Spurassistent und der Notbremsassistent EBA2 sorgen für zeitgemäße Sicherheit. Positiv sehen wir auch den brandneuen GPS-Tempomaten mit der Bezeichnung Efficient Cruise, der einfach aber wirksam operiert. Über die Kuppe antriebsfrei segeln, den Schwung bergab kostenfrei nutzen und dennoch kein Overspeeding auf dem Tachograph. Nicht ganz so fortschrittlich zeigt sich der Tourliner beim Thema Licht. Die Entwickler haben glatt lichtstarke Scheinwerfer vergessen. Und beim Gang zur Toilette fehlt das Licht im Einstieg. Die 33 Brusa-Sitze in 2+1 Bestuhlung sind in diesem Segment eine gute Idee. Ein einfaches Grundfahrzeug fürs Kilometerfressen, die Fahrgäste aber werden vorzüglich untergebracht.
Das Cockpit wurde von allen Testfahrern gelobt. Ergonomisch ist es top, auch Langbeiner finden stets die richtige Position zum Lenkrad. Eine gute Grundordnung, der Digitacho ist gut einsehbar, auch die orange Armaturenbeleuchtung stimmt optimistisch. Auf der anderen Seite im Maschinenraum arbeitet der im Vergleich größte Sechszylinder. Der D26 holt aus 12,4 Liter Hubraum moderate 440 PS und maximal 2100 Newtonmeter. Mehr Kraft braucht es kaum. Wie funktioniert denn das WLAN hier im Bus? Super, wir haben hier ein Movies WLAN Router an Bord für unsere Testzwecke. Und das ist eine Bereitstellung von freiem WLAN im gesamten Reisebus, Innenraum für die Passagiere. Und on top sind weiterhin auf dieser Box noch eine Anzahl von Filmen und Musiktiteln zur freien Auswahl verfügbar. Mit Stabilisator an der einzelradgeführten Vorderachse untersteuert der Tourliner deutlich und wird von seinem ESP-System früh eingebremst. In schnellen Kurven ist er nicht so präzise wie der Mercedes, der auch seine Nachlaufachse aktiv lenkt. Doch der Neoplan bleibt stets auf der sicheren Seite. Auch auf seine Bremsen ist Verlass. In der Türkei spielt Temsa mit 47% Marktanteil im Fernliniengeschäft eine dominante Rolle. Der HD12 ist wie sein türkisches Pendant Saphir robust gebaut. Er klappert selbst auf schlechten Fahrbahnen kein bisschen. Neben dem niedrigen Preis bietet Temsa 3 Jahre Vollgarantie bis 900.000 Kilometer inklusive aller Verschleißteile. Selbst der Rückkaufwert ist attraktiv. So weit geht bisher kein Hersteller. Exzellent ist das Fahrwerk. Seine langhubige Federung pariert Bodenwellen, Schlaglöcher und Querfugen gekonnt. Obendrein fährt der Hochdecker sehr präzise und folgt den Lenkbefehlen des Fahrers ohne Toleranz. Der kräftige DAF-Diesel hängt schön am Gas und agiert druckvoll. Die Fahrgäste werden nicht verwöhnt. Es fehlt an Beinfreiheit, die Sitze sind eher spartanisch als komfortabel. Steckdosen für Laptop- oder Tablet-Nutzer sind verfügbar. Der Temsa hatte außerdem ein Entertainment-System an Bord. Wenig einladend auch die Toilette. Sie bietet nur wenig Platz. Selbst kleine Fahrgäste bekommen eine Kopfnuss, wenn sie nicht aufpassen. Der Fahrerarbeitsplatz ist viel zu eng geschnitten und die altertümlichen Pedale für Gas und Bremse sitzen einfach falsch. Aber viel ärgerlicher ist die Lautstärke, die der Antrieb im Heck entfaltet. Der Antriebsstrang verteilt Vibrationen bis in den Bug. Temsa hat bei der Nachtfahrt sehr gut abgeschnitten. Tolles Licht. Kostet es extra? Nein, das Xenonlicht und die beheizte Windschutzscheibe sind bei uns in bereits inbegriffen und gehören zur Serienproduktion. Das ist jetzt ein 12-Meter-Bus. Wir haben hier auch noch längere Formate. Gibt es diesen HD12, den HD, gibt es den als längeres Format? Bei der Busworld in Kortrijk im Oktober 2015 werden wir noch weitere Produkte vorstellen. Wer über Langstreckenfahrten mit dem Omnibus nachdenkt, denkt in der Regel an einen Hochdecker. Der VDL Futura FMD2 beschreitet einen alternativen Weg und so überragen ihn die anderen 3 Testfahrzeuge um mindestens 20 cm. Aber das ist nur die halbe Miete. Der niederländische Hersteller spart konsequent beim Gewicht. Der immerhin 13 Meter lange Zweiachser wiegt leer und mit 660 Litern Diesel an Bord nur 13.300 Kilogramm, ganze 230 Kilogramm weniger als sein zweiachsiger Kontrahent Temsa mit 12 Metern Länge. Und weil der Niederländer weniger wiegt, bekommt er auch weniger Motorleistung mit auf den Weg. 370 PS reichen für dieses Fahrzeug. Auf der Autobahn ist der lange Zweiachser in seinem Element. Hier zieht er stoisch, spurstabil seine Bahn. Seine 49 Sitzplätze bieten langstreckentauglichen Komfort und ordentlich Beinfreiheit, aber kein Luxus. Allerdings fehlen Handläufe und Haltegriffe. Ja, vergleicht man diese Testfahrzeuge, die wir hier haben, Fernlinienbusse miteinander, stellt man fest, das Fahrzeug von VDL ist deutlich niedriger. Da muss es einen guten Grund geben dafür. Ja, die Idee bei unserem Fahrzeug ist, dass wir mit unserem FMD 2 ein Fahrzeug anbieten können, was eine bestimmte Höhe hat. Insgesamt ist das Fahrzeug 3,50 Meter hoch.
damit und dadurch ist die Luftwiderstand und die Höhe Luftwiderstand auch niedrig. Übrigens, Luftwiderstand ist bei unserem Futura schon von seit der Introduktion des Futura Classics ein wichtiges Thema. Und damit denken wir, ein gutes Angebot zu haben. Mit Ferienimbussen verbindet man eigentlich auch immer hohe Motorleistungen, hohe Geschwindigkeiten. Jetzt hat der VDL, so wie wir sehen, in den technischen Daten doch deutlich weniger Nennleistung als die Wettbewerber hier. Gibt es da einen speziellen Grund? Eigentlich sind das die gleichen Gründe, die niedrigen Fahrzeughöhe, die gute Aerodynamik, das leichte Gewicht vom Fahrzeug, was uns nicht zwingt, um sehr Motoren zu benutzen, die auch viel Leistung haben. Denn wie du weißt, Pferde fressen Hafer. Kommt das dann auch, benutzt man die Pferde dann auch und werden, kommt das auch der Kraftstoffverbrauch nicht zugute. Die Fahrstabilität ist über jeden Zweifel erhaben, wie der Test auf der VDA-Ausweichgasse zeigt. Der Futura Zweiachser folgt den Lenkbefehlen sauber und zeigt sich kurvenwillig. Sein ESP-System regelt aber im Grenzbereich strikt und nimmt den Schwung. Auch der Abstandsregeltempomat, er heißt hier Adaptive Cruise Control, ist gut in Form. Der ganz normale Alltag hat uns wieder. Wir sind hier in Prag am Hauptbahnhof, wo nicht nur die Züge, sondern auch viele, viele Omnibusse abfahren. Wir haben jetzt mehr als 6500 Testkilometer hinter uns. Wir wissen jetzt mehr über die Fahrzeuge. Da wäre der Mercedes Turismo. Der Mercedes Turismo, ein bewährtes Fahrzeug, ein Standardfahrzeug, das wenig Überraschungen bereithält. Highlights sind mit Sicherheit das Präzisionsfahrwerk und der sehr sparsame Motor. In Sachen Komfort gäbe es noch Luft nach oben. Der Neoplan Tourliner hat uns positiv überrascht. Er sieht frisch aus. Man sieht ihn nicht allzu selten momentan. Er ist sehr komfortabel, zumal mit seiner Bestuhlung. Und er ist himmlisch leise. Der einzige Mangel, den wir so sehen, ist seine Beleuchtung. Er hat ein besseres Fahrlicht und eine bessere Ausleuchtung verdient. Der Futura FMD2 von VDL, der wäre so einer. Ein langer Zweiachser mit gutem Komfort, ebenem Boden, mit ausreichend Leistung, aber mit einem exzellenten Kraftstoffverbrauch. Ich denke, da werden die Fernbusbetreiber aufhorchen. Last not least der Temsa HD12, ein klassischer Hochdecker. Dieses Fahrzeug ist jetzt modellgepflegt am deutschen Markt angekommen und sein Fahrwerk ist mehr als beachtlich. Ein sehr gutes Fahrverhalten ist garantiert. Der Motor ist kräftig, sparsam und könnte kultiviert laufen, wie wir im VDL gesehen haben. Hier hat man bei Temsa noch etwas Hausaufgaben zu machen. Ist aber gar kein Problem. Ein Nachfolger ist für den Herbst bereits angekündigt.